Ja, hallo Stefan. Hallo Philipp, alles klar bei dir? Ja, bei mir ist alles klar. Wollen wir Terraria spielen? Ja, Sigi. Ja, ich habe eigentlich keine Lust. Na okay, fangen wir an. Okay, wie ihr seht, das neue Update hat viel gebracht. Man kann hier einfach so hochlaufen, ohne so... Genau. Ja. Richtig schön smooth Bewegungen. Es gibt über 1400 Änderungen. Und ja... Man hier sehen wir die erste. Geht immer noch. Jetzt schlachten sie zurück. Genau. Nicht wirklich, nein. Obwohl, das können sie auch, aber... Nur wenn sie böse werden gerade. Ja, falls ihr jemanden hämmern hört, das ist mein Vater, der das Wohnzimmer renovieren will. Darauf habe ich einfach keinen Einfluss. Wenn ihr Wohnzimmer reparieren, wollte ich schon sagen. Renoviert haben wir schon bei uns auch. Solange das jetzt... Hört das schon in der Vergangenheit an? So, ich würde sagen... Geschafft! Ja, klar. PS ist weg. Wir haben jetzt Kupfer gefunden. Das war unser Hauptziel. Nee, ich suche was anderes. Ich suche Dreck. Ich hab Dreck gefunden. Nein, ich gehe mal in die andere Richtung. Ich hab Dreck gefunden. Das ist nämlich lame. Ich hab Zinn gefunden. Zinn? Zinn ist neues Erz. Ja, soweit ich weiß... Nur weiß ich nicht, ob das Zinn jetzt heißen soll, weil da steht Tin. Zinn ist Zinn, ja. Ja, meine ich doch. Ah ne, das ist das Lied. Das ah, doch, Lied. Das stimmt, ist Zinn ist ein bisschen grauer. Ja, Zinn ist, heißt auch Tin und nicht Lied. Ja, ich habe den Namen vorher noch gar nicht gesehen, weil ich noch gar nicht drüber gefahren bin. Ja, also ich kann mal so ein bisschen was sagen zu den neuen Erzarten. Ich habe mich ja schon ein bisschen reingefuchst. Also es gibt die alten Erzarten immer noch. Die sehen nur teilweise ein bisschen anders aus. Ja, haben nur eine andere Textur bekommen. Falls ihr das gerade sehen könnt, es gibt Live-Balken. Woohoo! Ihr seht den Vogel gerade fliehen mit seinem halben Live-Balken. Warte auf mich. Ich will ihn töten. Er fliegt zu dir. Er fliegt zu dir. Verdammt. Komm, ich krieg dich. Ich komm hier nicht mehr hoch. Also, was wollte ich sagen? Genau. Ist nämlich so, dass manche Erze praktisch gleichgestellt werden. Zum Beispiel das Lied... praktisch genauso wie Eisen. Also alles, was man aus Eisen machen kann, oder so gut wie alles, was man aus Eisen machen kann, kann man auch aus Lead machen. Sieht, glaube ich, nur anders aus, ne? Ja, sieht anders aus. Also zum Beispiel, wenn man sich einen Amboss aus Eisen macht, dann ist der halt so hellgrau und das, wenn man den aus Blei macht, ist er so dunkelgrau. Jo. Ja, es gibt einige Sachen, die halt jetzt komplett anders aussehen, beispielsweise ja, das war's. Nein, beispielsweise die Höllen. Oh Gott, Höllenöfen. Die sehen jetzt ganz anders aus. Die sahen ja vorher aus wie die normalen, nur in Rot. Und jetzt sehen die halt ganz anders aus. Es gibt auch viele neue Items, die man hier unten rechts ja komplett. So wie die, falls ihr die noch kennt, die Raketenschuhe und sowas. Sowas gibt's halt jetzt auch noch in anders. Beispielsweise Krallen, womit man die Wände hochklettern kann. Ja, und da gibt's auch noch so ein Item, das ist so ähnlich. Und wenn man dann die Krallen und dieses Item hat, dann kann man sich daran sogar festhalten. Ja, bei den Krallen kann man sich immer nur so, da rutscht mal runter. Mhm. Ach, ich bin ja doof. Wir haben ja noch keine Sachen, keine Enddaten, gar nichts, um uns irgendwie wieder aus Löchern hochzuziehen. Deswegen kletter ich gerade nicht in diese Löcher rein. Sondern lauf einfach weiter in der Hoffnung, ich finde irgendwas, wo wir campieren wollen. Jo, ich versuche mich derweil hier rauszubuddeln irgendwie. Mach das. Ach ja, es gibt auch mehr Slimes und mehr Zombies und mehr Augen und mehr andere Gegner. Aber mehr nicht wirklich, sie haben unterschiedliche Texturen einfach. Ja, sie sehen anders aus. Das meine ich mit mehr. Und sie haben unterschiedliche Stärken. Ja, das stimmt auch. Aber an sich sind es immer noch die gleichen. Wollen wir mal sehen, man kann Farbe jetzt selbst machen. Das ist so eine kleine Neuerung, war eine ganz nette. Es gibt verschiedene Dimensionen, aber das müssen wir erstmal selber herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es, glaube ich, bei YouTube auch noch überhaupt nichts. Das Spiel ist zumindest ja auch hab ich nichts ziemlich, gefunden. Also das Update ist ja auch ziemlich jung, muss man dazu sagen. Ja, oh doch. Ich spiele das schon seit 10 Jahren mindestens. Auch wenn es Terraria noch nicht mal seit 10 Jahren existiert. Okay. Ja, ist ein Problem, ne? Ja, das war der Fehler meiner Lüge.
Was? Lüge? Ich hab nicht gelogen. Nein. Nein, du gar nicht. Ich lüge nie. Ich kann fliegen. Oh, ich kann nicht fliegen. Ja, wie gesagt, also manche Ärzte werden einfach ersetzt oder haben halt die gleiche Wirkung, besser Hilfe. Gesagt, weil jetzt jemand. Aua, aua. Und Schaden gibt es immer noch. Hilfe! Kleine Information am Rande, ihr dürft natürlich weiterhin kommentieren, abonnieren. Die Videos, die findet ihr auf unseren beiden Kanälen, einmal auf Ecolum und einmal auf GamerHub. Und wenn ihr es wünscht, dann müsst ihr. Wow, was war das? Bescheid sagen. Ja, müsst ihr unter meinen Videos schreiben, ob ich auch aufnehme. Genau. Und ich denke mal, das wird auch passieren, weswegen ich mir noch mehr Arbeit machen muss. Es sei denn, es läuft so wie beim bei der Testaufnahme, sag ich jetzt einfach mal, dass du die ganze Zeit stirbst und die wollen sich das einfach nicht antun. Du bist ja nett. Wie, sollte ich das nicht verraten? Er ist nicht gestorben. Doch, ist er. So, ich brauche mal wieder die Mii-Map. Ist natürlich auch ein... Stimmt, die kann man ja mal zeigen. Es gibt mehrere Einstellungen. Einmal, dass sie in der Mitte ist. Da sehe ich den Ecolom gerade laufen. Dann gibt es die, wo das hier an der Seite ist. Und so, es gibt die... Du bist da hinten, wo man da dann einmal längs fahren kann. Und es gibt natürlich hier diese Einstellung, dass sie gar nicht erst da ist. Ja, die Minimap bringt mir jetzt noch gar nicht sehr viel. Ach, bist du doch mal wieder in ein Loch gefallen? Ja, ich wollte da rüberspringen und dann habe ich es nicht geschafft. Oh ja, ich sehe, was du meinst. Ja, tust du? Ja. Ach ja! Diese Sachen hier, Dreckblöcke und sowas, die haben kein Stack-Limit mehr von 250, sondern von 999. Das fand ich ist auch eine sehr coole Änderung. Oh nein, wir haben ein neues Biom entdeckt. Das kenne ich selbst auch noch nicht. Gleich kommen die Face-Monster. Die Face-Monster sind richtig hässlich und stark. Ich habe ja gedacht, beim ersten Antesten von diesem Update, dass das die neue Corruption ist. Ist es aber nicht. Es ist ein komplett neues Biom. Ja. Ich habe hier einen komplett neuen Stein gefunden oder irgendwie so ein neues Erz. Das sieht irgendwie aus. Rot. Oh, ich sterbe. Nein, ich will nicht sterben. Au. Oh. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier weg, weil hier kommen wir sowieso noch nicht weiter. Ja. Mein Pipilist ist doch ein Weg. Purple, nicht People. People, was auch immer. Stefan, so. Darauf kann ich mich noch einigen. Zumal ich dachte, wie sieht das denn aus? Die Korruption sieht ja mal echt merkwürdig aus. Das hat sich ja total verändert. Und dann kamen sie, die Face Monster. Ziemlich strange. Auch in der Corruption hat sich was geändert. Ich baue mal hier so ein Ding, damit das nicht zugebaut ist, aber wir hoch können. Mhm. Den konnten wir noch nicht abbauen, ne? Nee, konnten wir nicht. Was ist denn das hier für ein Sand? Ich frag mich auch, wie sich das nachher auf dem Hard Mode auswirken wird. Guck, da ist ein Face Monster! Lauf! Lauf! Ich werde entkommen. Oh Gott. Hilfe. Oh nein, da kommt das andere Vieh auch. Was zum Geier ist das denn wieder? Das ist eine Chimera. Eine Bazille. Glaube ich ja mal. Da komm, die kriegen wir tot. Mit feinen Äxten. Hey, ich glaube, wir verpissen uns erstmal hier. Nein, Mann, wir müssen tiefer in den Wald gehen. Naja, Wald. Wald ist gut, das ist eine Wüste. Autsch. So. Ich werde angezogen von der Magie des Bösen. Ah, Shadewood. Also, jetzt gibt's auch andere Holzarten. Ich zum Beispiel habe gerade den einzigsten Baum, der hier in diesem blutroten Gebiet stand, abgeholzt. Ich habe auch gerade einen Baum kaputt. Shadewood rausbekommen. Ich kann das hier auch wieder pflanzen. Nö, wieso auch? Ist dunkleres Holz, so wie es scheint. Stefan, magst du mal hier rauskommen oder bist du immer noch da drinnen? Ah,
ich habe ein bisschen Lust zu sterben. Oh, schön. Nee, eigentlich nicht. Ich baue mich jetzt nach oben, damit ich nicht sterbe. Da kommen ganz schön viele Zombies. Zombies oder Face-Monster? Zombies. Es ist auch dunkel. Ach so. Ich kann nur ankommen, wenn ich weitergehe. Ich bin raus. Da unten ist rotes Wasser. Oh, wie lecker. Ja, und ich bin tot. Yep. Da kam sowieso gerade eine Chimera, die hätte ich auch nicht geschafft. Wolltest du mir hinterher kommen? Nö, ich wollte eigentlich zum Spawn zurück. Aber so geht's schneller. Hast dich verlaufen? Wir spielen übrigens auf Softcore. Da Terraria auf höheren Schwierigkeitsgraden gerade wirklich, unmenschlich schwer wird. Ja. Ich wurde von zwei Face-Monstern getötet. Ach ja, die Grabsteine haben sich auch geändert. Die sehen nicht mehr so... So sahen mir tunartig aus. Ich fand, die sahen recht tunartig aus. Ich habe jetzt erstmal einen, ach, schlag mich tot, wie heißt es? Hingesetzt. Ja, Workbench. Ja, das Ding halt, ne? Das Workbench, klar. Dieses Ding, wo man so dran wirken kann. Und das sieht aus wie eine Bench. So. Also wie eine Bank. So, jetzt habe ich mir ein Shadowwood, ein tödliches Shadowwood-Sword gemacht. Nee, Shadewood, nicht Shadow. So, ich würde sagen, mich stellt sich jetzt aber auch die Frage, ob man mit diesen verschiedenen, erstmal zeige ich hier noch ein bisschen was Neues. Campfire! Da regenerieren wir schneller an dem Ding. So, ob man mit der Shadewood Workbench auch ein bisschen was anderes bauen kann. Da muss ich enttäuschen. Nein, das geht nicht. Aber es gibt andere Türen, das finde ich auch schon geil. Ja, es gibt generell auch andere, es gibt komplett andere Aussehen für Tische, Bänke, Stühle. Was war das? Alter, was? Wooden Fats. Zaun! Auge! Ein Zaun! Ein Zaunpfahl höchstens. Ein Zaun! Aber du hast das Spiel noch nicht lange gespielt, das Update, oder? Nein, ich habe es mir aufgehoben. Ja, gut. Hier wollte ich eigentlich unser Haus errichten. Aber kannst du ja auch. Muss den Zaun nur wieder abbauen. Ja, das ist super. Hast du einen Hammer? Nein. Will ich mir wohl einen machen müssen, ne? Ich habe einen Hammer. Hab auch einen. So, ein bisschen Zaun kann ja stehen bleiben. So viel, denke ich mal. Ja, mit dem Hammer kann man übrigens die halbe Blöcke machen. Dann. Ha, war schneller. Hey. Gott. Wir müssen eine Höhe belassen. So, Das sieht echt seltsam aus. Ja. So, Schluss jetzt. Ja, Schluss mit diesen Kaspereien. Oh. Ich will auf Abenteuertour gehen. Darf ich? Ja, wäre eigentlich gar nicht schlecht. Dann wir sollten mal die linke Seite erkunden. Wir wollen ja jetzt ein bisschen nach rechts. Stehen, du Hooligan! Es ist Rajab, immer das Campfeuer mitzunehmen. So. Und die Webbench. Nehmen wir die Webbench. Oh ja, das wäre wirklich ratsam. Einiges hat sich geändert, wo ich nicht verstehen kann, warum. Aber das werdet ihr später noch sehen. Aber mein großer Traum ist, etwas Bestimmtes zu finden. Und wenn wir es gefunden haben, dann wird es so richtig schön. Ja. Ich springe einfach rüber hinweg. Whee. Ey! Hat ja super funktioniert! Warum greifst du noch an? Es ist ein grünes Auge! Ja, komm! Und dude! Du bist immer so gewalttätig, ey. Ja, natürlich. Irgendwer muss ja hier den gewalttätigen Part übernehmen. So.
Autsch.